Hallo, hallo, hier bin ich, Patricia Dender. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, dass du dein Leben selbst kreierst, dass du alles haben, tun und lassen kannst, was du möchtest, wenn du dir erlaubst, zu dieser Person zu werden, die dieses Leben führt, das du dir wünschst. Es gibt keine Bedingungen, es gibt keine Voraussetzungen, es gibt keine äußeren Umstände, die einen Einfluss darauf haben, wie du leben kannst, sondern einzig und allein du bist die oder derjenige, der entscheidet, wer er ist und wie er leben möchte. Ja, heute das Thema von dem Video ist Beten. Was Beten eigentlich ist. Ja, wir stellen immer mehr und mehr fest, dass die Bibel eins der besten, ausführlichsten, klarsten Manifestationsratgeber ist. Hallo, hallo. Und deswegen kommen wir immer wieder mehr und mehr in die Klarheit, was eigentlich gemeint ist mit all diesen Geschichten aus der Bibel. Ja, und was ist gemeint mit beten? Beten heißt nicht bitten. Weil wenn du Schöpfer bist, dann musst du nicht bitten, dann entscheidest du. Beten heißt also klarstellen, entscheiden, bestimmen, befehlen. Und deswegen ist eigentlich auch das richtige Wort, was wir so heute benutzen, affirmieren. Wir affirmieren, das heißt etwas festlegen. Das heißt es, ich lege es fest. Was legst du fest für dich? Weißt du überhaupt, was du alles festlegst, was du den ganzen lieben langen Tag affirmierst? Deine Gedanken kreieren, deine Gedanken affirmieren. Alles, was in deinem Köpfchen vor sich geht, ist eine Affirmation. Es ist deine Energie, die du rauslässt, damit sie manifestiert, damit sie zu Materie wird. Und das machen wir den lieben langen Tag. Also ist es wichtig zu erkennen, was in deinem Köpflein den ganzen Tag so sich abspielt. Deine Selbstgespräche. Deine Selbstgespräche. Das ist das, was du affirmierst. Affirmationen ist nicht eine Leier. Bla, bla, bla. Ich bin reich, ich bin schön, ich bin toll. Und darum geht es nicht beim Affirmieren. Beim Affirmieren geht es um eine Klarheit zu bekommen, um klarzustellen, wie die Dinge für dich aussehen, um klarzustellen, wofür du dich entschieden hast, um festzulegen, so ist es. Und wenn du festlegst, wie etwas ist, dann sagst du ja nicht so, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, sondern du sagst, ich bin reich. Ich bin reich, weil ich bin hier, in der Fülle geboren, in der Fülle des Universums, des bedingungslosen Universums, dem Raum der bedingungslosen Möglichkeiten. Und hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Und aus diesem Grund bin ich reich. Und jetzt geht es nur noch darum, dass ich mir Reichtum erlaube. Also affirmiere ich. Ich erlaube mir Reichtum. Wenn es um Gesundheit geht, affirmierst du, ich bin gesund. Mein natürlicher Zustand ist Gesundheit. Selbstverständlich bin ich gesund. Natürlich ist Gesundheit mein Normalzustand. Und du kannst alles ablegen, lösen. Du kannst sagen, alles, was mich getrennt hat, jegliche Überzeugungen, jeglicher Glaubenssatz, jegliche Erfahrung, die mich von hundertprozentiger Gesundheit trennt, ist nicht wahr. Es gibt keine Krankheit in meinem Universum. Ich bin gesund. Und hier ist der Hund. Schau mal sehr.
Ja, das wollte ich euch nochmal heute als Input ans Herz legen. So viele Missverständnisse mit der Religion, so viele Missverständnisse mit der Kirche, so viele Missverständnisse, die uns trennen von dem, was wir wirklich sind. Und jetzt sind wir hier da, um zu erkennen, dass es nichts gibt außerhalb von uns und außerhalb von unseren Affirmationen und außerhalb von unserer Wahrnehmung. Alles ist bei dir. Dein Universum ist dein Universum. Und diese ganze Geschichte, die einem so vorkommt, als wäre da etwas außerhalb von uns, ja, das ist halt eine Geschichte. Und das ist ein nächstes Video, das ich machen möchte, dass wir uns eigentlich nur aus Geschichten ernähren, dass wir uns permanent Geschichten erzählen, dass wir Geschichten hören, dass wir Geschichten wiedergeben, dass wir Geschichten in andere interpretieren. Unser Leben ist eine Geschichte. Und aus diesem Grund ist es ja eigentlich total logisch, dass die Bibel mit Geschichten voll ist. Ja, lass dir das alles mal einfach auf der Zunge zu zergehen. Alles, was du geglaubt hast über Beten, alles, was du geglaubt hast über Affirmieren, es macht alles seinen Sinn. Es geht darum, dass alles aus deiner Vorstellung heraus entsteht. Und es geht darum, wie das denn passiert. Und es passiert durch unsere Gedanken. Und in welcher Art und Weise diese Gedanken uns verlassen, darauf haben wir auch einen großen Einfluss. Ob sie uns eben als Affirmationen verlassen, ob sie uns als Geschichten verlassen, ob unsere Gedanken uns als Vorstellung verlassen, ob unsere Gedanken uns als Überzeugungen verlassen. Es ist völlig egal. Der Gedanke ist der Ursprung jeglicher Manifestation und Kreation. Und wenn du jetzt Dinge in dein Leben kreiert hast und manifestiert hast, die dir nicht gefallen, dann ist die gute Nachricht, du kannst es einfach verändern. Du kannst deine Ansicht von heute auf morgen, nicht auf morgen, sondern von jetzt auf nachher verändern. Ich bin so froh, dass immer mehr Menschen erkennen, wie manifestiert wird, wie wir kreieren, dass wir alles kreieren, was wir überhaupt nur wahrnehmen können, dass alles aus unserem reinen Bewusstsein, Bewusstsein, viele Menschen überlegen sich gar nicht, was Bewusstsein ist. Bewusstsein ist das, was du anerkennst, was du siehst, was du wahrnimmst, und schon ist das dein Bewusstsein. Und wir können nichts wahrnehmen, ohne eine Geschichte dazu zu haben, ohne eine Überzeugung dazu zu haben, ohne eine Vorstellung dazu zu haben. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir an diesen Sachen arbeiten, dass wir diese Dinge uns klar machen, die uns treiben und die uns zu Manifestationen und Kreationen treiben. Und wir sind nicht fremdgesteuert. Da passiert nichts im Unterbewusstsein, von dem wir keine Ahnung haben, weil wir spüren jeden Gedanken in unserem Körper. Und jeder Gedanke fühlt sich gut oder schlecht an. Und wenn er sich schlecht anfühlt, dann weißt du, dass du gerade hier Kreationen laufen hast, die du nicht möchtest. Ja, das mehr und mehr zu verstehen, das mehr und mehr in den Verstand hineinzukriegen, das mehr und mehr immer wieder sich klar zu machen, das ist der Weg
zu dem, was du möchtest, zu deinen Wünschen. Es gibt kein Hokuspokus. Es gibt keine Magie außerhalb von dir. Es gibt keinen, der gegen deinen Willen irgendetwas für dich kreieren oder manifestieren kann. Es gibt nichts, was außerhalb von dir passiert. Deine Schutzengel sind von dir kreiert. Deine Geistführer sind von dir kreiert. Alles, was du dir nur vorstellst an Hilfsmitteln, an Informationen, an Interpretationen, entsteht durch dich. Und hier siehst du deine Kraft. Und wenn du die erkannt hast, dann kannst du loslegen. Dann kannst du dir den Himmel auf Erden kreieren. Dann wirst du nur noch freudig sein. Dann wirst du nur noch leicht und beschwingt sein. Und ich weiß das, weil ich sehe es in meinen Masterminds. Und es ist so wunderbar, wie das seinen Lauf nimmt, wie das zusammen kreieren und manifestieren, bam, 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 am laufenden Band in unserer Telegram-Gruppe werden krasse Nachrichten geteilt und Menschen kommen mehr und mehr zu ihren Wünschen, Partner werden aufmerksamer, Ängste gehen weg, Krankheiten gehen weg. Es ist alles in deiner Hand. Und es geht hier drum, das zu lernen. Und ich freue mich riesig, wenn ich hier ein Beitrag für dich sein kann, wenn ich dich noch weiter darin bestärken kann, dass es darum geht, herauszufinden, wer du wirklich bist und dann herauszufinden, wer du aus diesem neuen Wissen sein darfst und wie du leben darfst und wie großartig du eigentlich schon lange, lange bist. Und diese ganzen Bullshit-Stories und Lügen abzulegen, dazu bist du hier angetreten und wir sind dazu angetreten, dir dabei zu helfen. Wir helfen uns gegenseitig, wir sind da im Mastermind, die Frau, die alles hat. Es ist eine wunderbare Kreation wieder durch mich, weil sie ist durch mich. Sie ist nicht von mir entstanden, sondern dieses Mastermind ist durch mich entstanden. Es ist durch mich entstanden, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen. Es ist durch mich entstanden, dass ich hier bin und sage, alles ist möglich. Es gibt keine Einschränkungen, keine Bedingungen, keine äußeren Umstände, die dich davon abhalten können, das zu haben, das zu bekommen, was du möchtest. Und ich kann dich nur einladen, schau auf meine Homepage vorbei, mywellfeeling.com. Das Mastermind, die Frau, die alles hat, läuft kontinuierlich durch. Du kannst jederzeit einsteigen, weil du steigst nur ein, wenn du eine Mentorin an deiner Seite hast, die dir eben diesen Kickstart ermöglicht, die dir ermöglicht, dass es schnell gehen darf, die dir ermöglicht, dass du nicht mehr warten musst, sondern dass du sofort in die Umsetzung kommst und vor allem deine ganzen Lügen ablegen darfst. Ja, in diesem Sinne, ich möchte dich wirklich, wirklich einladen, dir meinen ganzen YouTube-Kanal anzuschauen, dir alle Testimonials anzuschauen und dir einfach diese Überzeugung zu erlauben, dass alles, aber auch alles aus dir heraus entsteht. Und ja, das war's heute schon. Wir müssen nicht beten, um zu bitten, sondern wir beten, um zu bestimmen. Das ist die ganz, ganz wichtige Aussage. Du sagst, wie es ist. Du bestimmst, wie es ist. Du alleine bist der Schöpfer. Hallo, hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch immer daran erinnert, wer ihr wirklich seid. Schön, dass das Leben so wunderbar ist und schön, dass wir in ein wunderbares Zeitalter hier reinrauschen. Und wenn du mitreisen möchtest, die Frau, die alles hat, wartet auf dich als Mastermind mit wunderbaren Ladies. Ich bin so stolz. Ich bin so stolz, dass durch mich so eine Gruppe von Frauen über sich hinauswachsen und jeden Tag mehr und mehr zu einer wunderbaren Schöpferin werden und mehr wissen, oh ja, es kommt alles aus mir. Wow. Jetzt geht es nur noch darum, meine
Limitierungen abzulegen. Diesen ganzen Kack-Bullshit. Die Maria sagt immer so schön, diesen Schleim. Diesen Schleim. Weg damit, dass ich weiß und spüre, wie großartig ich bin. Und hört allen zu, die es gemacht haben. Glaubt nicht an die, die euch bremsen wollen und die sagen, geht nicht, ist nicht möglich. Oh mein Gott, hast du nicht gehört, hast du nicht gesehen? Da ist ja noch was, was nicht möglich ist. Alles ist möglich. Also, bald komme ich zu euch aus der Hitze. Ich freue mich schon riesig und habt noch einen schönen Tag. Bye.